Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich dachte, ich nehme euch mal noch mal ein bisschen mit durch meinen Alltag. Ich kriege bei Instagram relativ oft Fragen, wie ich das alles so manage und alles unter einen Hut kriege. Wie ihr wisst, ich habe eine 16 Monate alte Tochter, ich habe einen Etsy-Shop, ich bin Autorin, ich bin Bloggerin und gehe noch arbeiten in meinem Hauptjob. Es ist alles ein bisschen stressig an manchen Tagen, aber ich mache es super, super gerne. Und wenn Malas Papa da ist, entlastet der mich ja auch ein bisschen, indem er sich einfach um die Kleine kümmert oder mal mit ihr spazieren geht oder mit ihr zu den Großeltern fährt. Und in der Zeit ist man produktiver als an manchen Tagen vor Kinderkriegen. Ich sag's euch. Ja. Wie der Titel des Videos schon verrät, es gibt News. Und ich möchte euch auch gar nicht so lange auf die Folter spannen, deshalb erzähle ich es euch direkt. Es gibt auch noch nichts konkret, aber es gibt den Ansatz. Also ich darf, wenn ich möchte, bei uns hier in St. Ingbert eine Lesung zu Love Me Girl halten. Ihr seid jetzt auch die Ersten, die es erfahrt. Ich habe es noch keinem erzählt. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Ich werde jetzt nachher bei meinen Blogger-Mädels von meinem Blogger-Team fragen, was sie denn für Ideen haben, welche Szenen ich denn vorlesen soll, ohne zu viel zu spoilern und ohne zu viel zu verraten, aber trotzdem neugierig zu machen. Es ist ja meine erste Lesung. Ja, bin mal gespannt, wie das wird. Mal hat irgendwas. Einen Moment. Nee, sie ist nur am Spielen. Okay. Ja, aber ich habe hier gerade Besuch bekommen. Hallo. Mala hat jetzt... Ach, Mala, sag ich. Lana hat hier am Ohr oder am Kopf eine Wunde. Muss ich mal nachher noch ein bisschen Creme drauf machen, wenn das nicht besser wird. Gegebenenfalls zum Tierarzt mit ihr. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Vielleicht weiß ja einer von euch, was das sein könnte. Sie ist auf jeden Fall ganz haarlos. Also sie hat sich komplett freigekratzt und es ist schorfig. Guckt euch bitte nicht so genau um. Mala hat eben in der Küche gewütet und sie ist ein super großer Tupperware-Fan. Ja, aber zurück zur Lesung. Arschbacken, Kuchen backen, ihr kennt's. Bei uns hier in St. Ingbert gibt es ein Kindercafé und da gehe ich mit Mala öfter hin und da kann man sich halt auch kreativ austoben. Da kann man Terrakotta anmalen oder so Brandzeug anmalen, Tonzeug anmalen. Man kann einfach die Kinder spielen lassen. Da gibt es Bobbycars, da gibt es Rutschen, da gibt es Spielküchen, Roller, Besen, Häuschen. Die Kinder können da einfach spielen. Es kann nichts passieren. Sie können nicht abhauen. Und wir Muttis können ein bisschen schnacken. Ist ja auch manchmal ganz schön. Ja, auf jeden Fall hat mich Andrea, die Besitzerin, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen eine Lesung zu halten. Sie würden dann im Nebenraum eine Kinderbetreuung anbieten für die Mütter. Und wir Muttis könnten dann quasi im Hauptlokal die Lesung halten. Ja, finde ich cool, finde ich cool, finde ich cool. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil das Ganze im Oktober irgendwann stattfinden soll. Ich muss jetzt mal noch mit Malas Papa absprechen, wann der Schicht hat und wann er dann auf Mala aufpassen könnte. Weil wenn ich in der Nähe bin, dann will sie natürlich zu mir und das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Aber ja, ich bin mal gespannt, was das wird. Ich werde jetzt gleich nochmal rüber zum Maler gehen und werde mit der noch ein bisschen spielen. Es gab gerade noch Bärchen und ja, es ist jetzt 16:30 Uhr. Um 6 Uhr wird gebadet, dann gibt es Abendbrot und dann heißt es schlafen. Wie ihr wisst, ist das momentan so ein bisschen Drama, Drama, Drama. Aber es hilft hier alles nichts, müssen wir durch. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mit der Kleinen spielen und dann sehen wir uns später wieder.
hier ist diese Wunde, von der ich euch erzählt habe. Ich weiß nicht, was es ist. Also es tut ihr auch nicht so weh. Also ich darf dran fassen. Sie kratzt sich auch nicht die ganze Zeit dran, aber es sieht halt furchtbar ekelhaft aus, ne? Mein Oma Schatz. Und das am Auge, das haben mich letztens schon einige gefragt. Das ist ein kleiner Tumor. Den hatte sie schon mal. Den habe ich ihr weglasern lassen, als sie sowieso eine Zahnsanierung hatte. Beziehungsweise eine Zahnsteinentfernung. Und wurde der schon mal weggemacht, aber der muss halt, der wächst halt auch immer wieder nach, genau wie der Zahnstein. Der ist jetzt auch nicht gefährlich, der macht auch nichts, der tut ihr auch nichts, der tut nicht weh. Aber wenn es halt zu weit auf die Pupille geht, dann muss man halt nochmal wegmachen. Aber ich meine, sie wird jetzt 12. Nicht kratzen. Sie wird jetzt 12 und ja, genau das da macht sie nämlich immer. Schluss. Ja, und mit 12 muss man sich ja nicht ständig nochmal in Narkose legen. Gib mir einen Schatz. Wo ist mein Schatz? Wo ist mein Schatz? Hi. Oh. Angemopst. Ach ja. Was macht man nicht alles für die Kleinen mit, ne? Ich habe mir übrigens bei DM eben ein Makramee-Bastelset gekauft. Fand ich ganz witzig. Ich wollte das die ganze Zeit schon mal probieren. Wenn ihr irgendwelche Videos kennt für Makramee, die gut sind, die man mal ausprobieren kann, gerne her damit. Sowas würde ich halt gern machen. Also jetzt nicht unbedingt so mit diesem extrem verwurstelten hier. So in der Mitte ein Strang und dann diese Dinger ab. Würde mir auch schon reichen für den Anfang. Aber bin mal gespannt. Da steht bebilderte Anleitung dabei, ob man das, das und das dann erklärt kriegt. Ja, steht auch für Wandbehang, Anhänger und bunte Armbänder. Ich bin mal gespannt, was das wird. Bei mir ist übrigens noch Post von Rebuy angekommen. Ich habe ja letztens aussortiert und im gleichen Atemzug habe ich auch noch was gekauft. Und zwar einmal Bärenbrüder. Ich mache gerade hier. Einhändig geht das super. Vielleicht habe ich es. Bärenbrüder von Disney natürlich. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe ja hier eine Sammlung angefangen. Moment, ich kann es euch mal kurz zeigen. Exklusiv Einblicke in mein Chaos. Ganz wichtig, Outlander. Ich habe hier Bambi, Peter Pan, seht ihr das? Susi Strolch, der König der Löwen, Glöckner von Notre Dame, Tarzan, Küsst den Frosch, Rapunzel und die Eiskönigin. Und jetzt habe ich auch noch die Bärenbrüder dazu. Ja, gehen wir wieder zurück zu unserer Box. Bärenbrüder, ja, einer der schönsten Filme, den Disney gemacht hat, meiner Meinung nach. Ich muss auch jedes Mal weinen. Ich habe mir zwar Disney Plus geholt, oh nein, aber nichtsdestotrotz möchte ich alle Disney-Filme von dieser Disney Classics Edition auch auf Blu-ray im Regal stehen haben. Und dann durften noch zwei Bücher einziehen, die auch zusammengehören. Ich kriege sie nur nicht raus. Einmal Mondsilberlicht und einmal Mondsilbertraum von Mara Wolf. Und sehr gut ist tatsächlich mal sehr gut. Ich glaube, bei dem hier auch. Ja, also richtig gute Qualität. Kosten, steht jetzt nicht drauf, aber ich glaube, sie kosten um die 11 Euro, die Bücher. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ich weiß nur, dass ich für jedes Buch ungefähr 6 Euro bezahlt habe. Und das finde ich eigentlich in Ordnung dafür, dass sie wirklich wie ungelesen aussehen. Und meine liebe Tatjana schwärmt mir ja die ganze Zeit von der Reihe vor. Und ich versuche ja jetzt momentan auch irgendwie alles ein bisschen chronologisch abzuarbeiten. Ja, 2 Neuzugänge bei den Büchern und eine neue Blu-ray. So sieht das im Übrigen aus, wenn ich Shop-Fotos oder Instagram-Fotos mache. Wenn ich es nicht auf dem Bett mache, dann wird hier immer alles umdekoriert. Und ich habe jetzt gerade 2 neue Figuren für den Shop fotografiert. Einmal Morrigan, der Kleid glitzert voll schön. Liebe sie. Dann eine Farrah,
Die habe ich mir auch selbst gemacht. Das war meine erste Funko, die ich mir selbst gemacht habe. Und die beiden hier, die sind für eine Self-Publisher-Kollegin. Das ist einmal die Lu. Und das ist der Lukas oder Lucas. Ich weiß nicht, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht. Ja. Und ansonsten warte ich jetzt noch auf ein paar andere Funkos und dann geht's weiter. Freitagmorgen, ihr wisst ja, Freitagmorgen enden meine Vlogs in der Regel und wie ihr eben schon im Schnelldurchlauf gesehen habt, habe ich heute Morgen noch fleißig Bestellungen gepackt. Da ist nämlich in den letzten zwei Tagen einiges angekommen. Danke, 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 falls jemand von euch zuguckt. Lana dreht hier gerade ein bisschen durch. Ich habe noch ein bisschen Wäsche gemacht, die liegt hier noch, die muss ich jetzt noch gleich wegräumen. Und ich war schon einkaufen, ich war Pfand wegbringen. Dir geht's heute aber auch gut, ne? Ich war Pfand wegbringen, ich war am Glascontainer, ich habe Bestellungen gepackt und ich habe die Küche aufgeräumt. Es war ein sehr produktiver Morgen, es ist jetzt ungefähr 1:15. Um 1:30 muss ich Maler wieder abholen. Das heißt, ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde nur für mich. Kein Haushalt, kein Nichts. Nur für mich. Das sind wirklich sehr kostbare Momente als Mutter. Und ich denke, ich werde dann noch ein bisschen hier in meinem Currently Reading weiterlesen. Beyond Eternity von Greta Milan. Das lese ich nämlich gerade zusammen mit der lieben Nenia von Nenias Wonderland. Lana, es ist jetzt gut. Wir wissen jetzt, dass du glücklich bist. Hey, keine Intimpflege auf der Couch und auf dem Bett. Gibt's nicht. So. Auf jeden Fall geht's hier um ein junges Mädchen, das in einen Verkehrsunfall verwickelt wird und warum auch immer überlebt. Und ich sag mal so viel, es hat mit der Thematik Götter zu tun. Es macht auch Sinn, das heißt nämlich der Schwur der Göttin. Es hat mit Göttern zu tun, es hat mit Geschichten aus der Vergangenheit zu tun, was ich ja sowieso immer cool finde. Ich bin ja sowieso so ein Fan von Mythologie und dem Ganzen drumherum mit Zeus und den Göttern. Hier sind es Jupiter, Mars, Minerva und Venus. Mal ein paar andere Konsorten, wobei Venus ja doch öfter schon vorgekommen ist. Auf jeden Fall habe ich das hier bei uns in St. Ingbert in der Buchhandlung letztens liegen sehen, wusste nicht mal, dass es erscheint und habe mich mal wieder vom Cover ansprechen lassen. Ja, und bis jetzt gefällt es mir auch richtig, richtig gut. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich kann euch aber mal den Klappentext vorlesen, um vielleicht den einen oder anderen noch zu überzeugen, es zu lesen. Ich finde es wirklich klasse. Die Götter verbieten eure Liebe, doch dein Herz kennt keine Regeln. Jupiter, Mars, Minerva, Venus, die alten römischen Gottheiten spielen in Nailas Leben bisher überhaupt keine Rolle. Doch das ändert sich, als sie einen furchtbaren Autounfall hat und ihn auf unerklärliche Weise unverletzt überlebt.
als kurz darauf die zwei mysteriösen Typen Philemon und Sirian an Nylas Highschool auftauchen, spürt sie, dass die beiden etwas verbergen und auch in ihr selbst ein Geheimnis erwacht. Besonders zu dem unnahbaren Sirian fühlt Nyla sich auf eine fast magische Weise hingezogen. Doch ihre Gefühle haben keine Zukunft, denn ihre Liebe würde Nyla in Lebensgefahr bringen. Band 1 des göttlichen Zweiteilers. Es kommt also noch ein zweiter Band. Es ist eine Dialogie. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Guck mal gerade, ob irgendwo drin steht. Der Abschluss des göttlichen Zweiteilers. Greta Milan, Before Destiny, der Schwur der Göttin. Aber da steht kein Termin dabei. Leider nicht. Ich hoffe ja einfach mal drauf, dass es spätestens nächstes Jahr rauskommt, dass wir nicht mehr so lange drauf warten müssen. Aber ich kann es euch ans Herz legen, das zu lesen. Ja, und als ich letztens mit der Ninja zusammen in Saarbrücken shoppen war, hat sie sich nämlich auch das Buch gekauft. Deshalb haben wir gesagt, wir lesen es zusammen. Und dafür hat sie mich gebookfluenced mit diesem hier. Ich habe es die ganze Zeit schon überall auf Bookstagram gesehen und dachte mir so, oh, kaufst es nicht, willst es lesen, willst es nicht lesen, Vampire schon wieder, Ja, dann wollte sie sich's aber auch kaufen, deshalb sind wir eigentlich zu Thalia, weil sie sich's kaufen wollte und da lagen nur noch 4 Stück mit rotem Buchschnitt und ich wusste nicht, dass nur die Erstauflage wieder diesen bunten Buchschnitt hat und sie sagte zu mir, den Satz, den alle Bookstagrammer kennen und hassen und lieben gleichzeitig. Es gibt nur noch ganz wenig mit rotem Buchschnitt. Die anderen unten drunter sind schon weiß. Ja, und dann hat mein krankes Hirn gedacht, muss ich haben. Ja, und dann ist ein anderes Buch wieder zurück ins Regal gewandert und dafür durfte dann Crave mit. Ich werde euch jetzt nicht noch den Klappentext vorlesen, sonst wird das Video wieder viel, viel, viel zu lang. Die meisten von euch werden es vielleicht kennen, aber ansonsten, ich verlinke euch ja immer alle Bücher, die ich im Video erwähne, unten in der Infobox. Eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Na, eigentlich wollte ich euch 2 Sachen erzählen. Eigentlich muss das Video heißen, es gibt viele News. News 2 nach meiner Leserunde, meiner Lesung, die stattfinden wird, ist doch die Auflösung vom vorigen Video, welches Buch ich im Oktober lesen soll. Und es wurde tatsächlich Schattenthron. Ich hoffe... Wow! Herzinfarkt! Live und in Farbe. Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Ich werde jetzt aber nicht aufstehen und es nochmal aufmachen. Das mache ich gleich. Wir müssen jetzt im Dunkeln weiterfilmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie mein Herz gerade pocht. Ich bin doch so ein schreckhafter Mensch. Oh mein Gott. Ah, ups, die Superpannenshow. Live auf YouTube. Ja. Auf jeden Fall, es wurde Schattenthron. Ich habe es mir ja insgeheim gewünscht, aber... Scherbenthron. Aber bei Instagram war tatsächlich die Abstimmung... unentschieden zwischen Scherbenthron und A Wish for Us. Und auf YouTube haben noch ein paar kommentiert und dann wurde es final Scherbenthron. News Nummer 2. News Nummer 3 beinhaltet eine Information rund um meinen Etsy-Shop. Da wird es nämlich ab sofort jeden Monat eine Buchbox geben. Juhu! Ich liebe es und ich höre schon die ganzen Buchbox-Fans jubeln. Ja, also es wird eine Canis Menor-Art Buchbox geben und ich sage gleich, es ist eine reine Goodiebox. Also es wird kein Buch drin sein. Zumindest ist das jetzt aktuell nicht geplant. Ja, eine Canis Menor-Art Buchbox besteht immer aus 5 bis 6 Artikeln. Ein Artikel ist jeden Monat mindestens ein Schlüsselanhänger, ein Perlenarmband und mindestens ein Artikel, den ich mit einem anderen Shop zusammen designe. Mein Hund zittert gerade, ich weiß nicht, was er wieder hat. Ja,
Diesen Monat arbeite ich mit Lolo Design zusammen. Ich verlinke euch ihren Instagram-Shop auch gerne mal oder ihren Etsy-Shop gerne mal unten in der Infobox. Sie näht eigentlich Kinderkleider und so Abschminkpads zum Wiederverwerten oder Stilleinlagen. Und ich habe jetzt mit ihr gesprochen und wir sitzen da an einem ganz neuen Produkt, das es so noch nicht in ihrem Shop gab. Lasst euch überraschen. Außerdem werden noch zwei weitere Artikel in der Oktoberbox sein. Die Oktoberbox läuft unter dem Namen Halloween. Also es wird gruselig, spooky, aber auch niedlich. Niedlich spooky, aber mehr möchte ich auch nicht verraten. Die Box gibt es im Etsy-Shop oder einfach auch über Instagram. Das ist auch gar kein Problem. Ich möchte jetzt nicht, dass jeder sich explizit ein Etsy-Konto anlegen muss. Aber falls Interesse dran besteht, ich verlinke es euch auch gerne nochmal in der Infobox. Ja, gut. Das war's sozusagen von mir. Ich möchte jetzt nicht euch weiter im Dunkeln zuquatschen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr wisst ja, meine Vlogs enden immer am Freitag. Und hoffe, ihr habt gutes Wetter. Bei uns ist es echt gut. Und ich werde jetzt auch nachher noch mit Maler ein bisschen spazieren gehen, wenn ich sie abgeholt habe. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!